ältestes Zettel, den ich habe, den habe ich von meinem Vater bekommen. Wir haben den zugeschickt gekriegt, von der Ziba Geigi. Da war ich etwa 6 Jahre alt. Ein bisschen hatte ich Angst gehabt, dass so der Tod in die Hände zu nehmen ist. Ja, ist ein bisschen eine unangenehme Sache. Ich habe an einer Schnur nachgezogen auf der Gasse. Das ist so, um quasi zu zeigen, dass ich Angst habe vor dem Tod. Also was mich fasziniert, ist die unglaubliche Sensibilität, die er hat. Sehr verfeinerte Sensibilität. Und ich glaube schon, dass er einfach wirklich tiefer sieht in die Seele hinein, wie bei den meisten. Wenn du die Bilder anschaust, hast du das Gefühl, das kennst du seit ewig. Das sind unsere tiefsten. Ja, der Urgrund der Seele. Hoi, hoi. Ich kann dir auch ja gut danken. Ja, ja, genau. Hoi. Zufrieden? Mhm. Ist gut. Hoi. Alles gut? Hoi, Roger. Hallo. Hi, how are you doing? Fine. Hi. Wonderful to see you. Thank you. Hallo. Ist der Herr Grof? Stanislav? Ja. Das ist auch fantastisch, ja. Also sind, können wir dann nachher noch in Ruhe auch reden, was so sind Vorschläge vom Grafiker, wie das kommen könnte. Da müssen wir auch noch drüber reden. Also im Buch selbst, siehst du, ist auch Deutsch und Englisch jetzt mal so vorgesehen als die Cover. Und hier sind dann Inhaltsbeispielseiten ab da. Jetzt mal gucken, so wie... Aber so findest du es gut auch? So in der Art? Ja, ästhetisch, das ist für... Schrift, also... Ja, so ich denke, ja. Ein bisschen mehr Arbeit. Ich finde das so nicht schlecht. Ja. Man kann ja die Verweise schon aber einfach ein bisschen heller. Worüber man spricht, dann hat die Sendung... So in the book I talk a lot about annual mart that was happening in Hur when he was growing up, and one of the fascinations was a ghost ride that he had actually created it in his neighborhood for the kids, and I guess they had to pay,
And then when I came here, I realized he just created his own ghost, right? You know, an adult form. And of course, it's very, very perinatal. It's like you go and you see these tapestries of suffering fetuses and then demonic women. And then, of course, tunnels. You go sort of through tunnels. So it's a very kind of a three-dimensional, you know, representation of the perinatal journey. Looks like stylized flesh and blood. Again, something very typical for the perinatal experience. Freud said that a newborn is a tabula rasa, is a clean slate, is a blackboard or something like this. It's nothing that's of interest to psychologists and psychiatrists that precedes birth, including birth itself. And we have now a lot of material showing that the fetus is very sensitive already prenatally. So you're supposed to believe that the fetus is sensitive in the womb and then immediately after the womb, and like something that could be 20, 30, 50 hours of a life-threatening situation where the child might have died in the birth canal and be resuscitated. The memory is so scary that we just don't want to go there. This is why I call Hans Rüedi a visionary, because he portrays accurately certain dark areas that we all have that are related to the trauma of birth, which we have never consciously processed. So wie es jetzt gerade ist, finde ich fantastisch. Das sind die schönsten, die es gibt, seit ich da bin. Ja, ja. Nein, das ist abstimmt. Wie meinst du? Wenn sie die alle machen, dann. Ja, das haben wir mal so besprochen, dass wir 10 verschiedene haben. Ja, ja. Weißt du, dass ich die Idee verkaufen kann? Das da. Die beiden haben wir ja mit Silber unterlegt. Mhm. Und das wird dann viel feiner und das in dem Fall auch. Also nur die zwei werden silbrig unterlegt. Das, wo der schwarz ist. Ich will dort weiß nehmen. Ist doch kein Format. Also, ja, ich has halt noch gern das alte Patina. He never made sketches before he made a painting. The paintings just came out of him, through the arm, into the airbrush and just happened. While I don't understand the process, comes from the subconscious. So he was as surprised, I believe, in seeing what came up in the canvas, you know. So when you look at this, for instance, a whole wall, and you just started in one corner of a roll of empty paper. And then you put one roll next to the other, and you roll the rolls up.
an obsessive covered everything. The painting just developed up and over. He became one with that machine, you know, and it was able to... I thought he was channeling something, and I don't believe in those things. This is coming from someplace else, and Giger is, you know, just the guy that this other world is kind of introducing themselves to us. Exhibitions, we did the posters. The posters were in New York shop windows. At that time, posters were a very immediate media to get your work out to a larger public rather than waiting for them to come to a gallery. It was a status symbol, I think, if you had a poster. It was also an expression of your attitude towards life, towards your family, towards your friend, whatever. It was an expression of oneself in many ways. That's how it all started. From that one short visit with a man dressed in black with a tube under his arm. Erwachen ist meistens eine bittere Sache. Vor allem, wenn man einen erotischen Traum hat, wo man noch nicht ganz fertig geträumt hat. Und man versucht dann krampfhaft zum Traum zurückzukehren, aber es ist einem selten möglich, weiter zu träumen. Träumen, das tun ja eigentlich mehr oder weniger alle Leute, aber die wenigsten Leute getrauen sich, ihre Träume zu erzählen oder irgendwie darzustellen, weil sie Hemmungen haben. So wie man lebt, da kommt einem alles Mögliche in den Sinn. Also ein Teil davon, die Passagen zum Beispiel, die sind gekommen von Träumen, die ich hatte, die sehr beängstigend waren. Oder dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Das ist mal etwas, was sehr stark sich in meiner Sache niedergeschlagen hat.
Lehrerin mitgenommen, ins Rätische Museum. Dort war ja die Mumie, unten im Keller. Und er hat völlig Angst gehabt und Iris, seine Schwester, hat ihn ausgelacht. Das hat ihn dermassen mögen, bis im kindlichen Ding rein, gell, stolz. Und dann ist er immer am Sonntag ist er am Schluss allein gegangen und war immer von dieser Mumie gewesen. Wenn man den Hans wirklich kennt, seinen Charakter, dass er etwas so lange macht, bis es klappt. Also entweder bis er die Angst verliert oder er zeichnet etwas, bis es geht. Also die Stetigkeit, bis er eben die Angst überwunden hat. Rücklich, als das sein muss, weil das durch sein ganzes Werk durchscheint. Das ist das weibliche Überhöhte, dass es eine Prinzessin ist. Und dann ist es eine Mumie, das ist das ägyptische Element, und dann ist es der Tod, also Knochen und irgendwie die Ewigkeit, die im Tod innen ist. Ich finde es einfach erotisch. Ich finde es erstens mal schön. Und zweitens habe ich wirklich das Gefühl, dass das wie eine Art magische Darstellung von Urkräften ist. Dass das gar nicht unbedingt wirklich um den Phallus geht, sondern das sind die starken Energien, die halt dadurch sehr plakativ. Ich meine, der Hans-Hut ist gut in diesen Sachen, das muss man sehen. Er weiß, wie man Sachen einsetzt oder wie man Symbol, weil manchmal frage ich ihn, du, was bedeutet das? Und dann sagt er, du, das hat einfach gut ausgesehen. Also es hält, oder? Es muss fegen. Hans-Rudi hat seit vielen Jahren immer wieder Assistenten, oder? Und ich habe die enorme Ehre, einer von denen zu sein. Aber das ist eigentlich schon immer so gewesen im Haus. Weil es fällt so viel an von der ganzen Welt und so viele Themen, dass sie das wahrscheinlich allein gar nicht könnten bewältigen. Wir haben damals das Necronomicon vom Giger. Wir haben das behandelt wie eine Bibel. Sorry, Hans-Rudi. Weißt du, um was es geht? Ja. Ich war 19, 20 und wir sind von der ganzen Schweiz verlacht worden. Also von unserer Szene. Wir haben ganz radikale Musik gemacht. Und zu dieser Zeit hat es noch keinen. Die Szene, die es heute gibt, extreme Metal, wie man sie nennt, hat es dort noch nicht gegeben. Wir sind eine von ganz wenigen Bands, die es getönt haben. Und habe mit ganz krakeliger Schrift geschrieben, was seine Kunst uns bedeutet. Ich habe ihm im Telefonbuch nachgeschaut, wo er wohnt, und habe ihm das geschickt und dachte, wir können nie etwas. Und zu meiner Überraschung hat er mir angerufen. Und hat gesagt, er habe das gehört und er sehe die Verbindung. Niemand hat auf ernst genommen, schon gar nicht die Plattfirma in der Schweiz. Und gesagt, mit dem kommen wir nie hin, das ist Lärm, was ihr da macht. Und der Einzige, der uns ernst nimmt, ist der frisch gemachte Oscar-Gewinner H.R. Giger. Das ist voll der, der zu unserem Mentor wird zu dieser Zeit und uns ernst nimmt. Das hat uns so viel bedeutet. Ich habe es sind jetzt 30 Jahre her, ich habe die letzten 30 Jahre im Hans-Rudi offen versucht zu sagen, was mir das bedeutet. Und es ist mit Worten sehr schwer
zum Schreiben. Ich glaube, er weiß das hoffentlich unterdessen, aber es ist, was er dort gemacht hat für uns, das ist grosszügig und menschlich gross. Wie wichtig ich für den Tom bin. Ja, wir sind einander gleich wichtig. Oder? Das ist etwas ganz, ganz Grosses, dass du das sagst. Niki? Ja. Soll ich gerade sonst noch etwas für dich machen? Das ist alles okay. Ich brauche nicht ein bisschen. Aber wie ich das gefunden habe, überhaupt eine Linse dort. Ja, es hat noch einen wunderschönen alten Laden. Bravo. Das ist nicht so aluminiummäßig. Das ist die Tür umgebracht und ich finde es total nass. Wenn es Schnitzel für dich entscheidet, das ist Nirli. Aber irgendwie sieht es auch noch endlich hell aus. Ja, ja. Und so. Ich bin wenigstens selber im Leben gesehen, ich gescheit aus. Ja, danke. Für mich auch. Woher hast du das? Vor kurzer Zeit habe ich jemand gesagt, sie ist mit Krieger, der ist der Mann von meiner Tochter. Und sie reagieren, ja, mit Fragen natürlich. Jetzt weniger. Aber am Anfang haben sie mir gefragt, ja, und wie ist der als Ehemann? Sie denken, der muss, weiß nicht, für die Liebe, weiß was, Porno oder weiß. Aber ich sage, nein, überhaupt nicht. Der ist ganz ein normaler Mensch. Nein. Weil sie denken, was er malt, oh, man, ja. Und so waren so manchmal so Fragen. Ja. Aber andere haben natürlich gesagt, das ist toll, was er macht und so. Sagen wir, die Hälfte finden es toll und die andere entweder sagen es oder ja, oder es gefällt nicht. Also, aber ja, aber meine Familie in Spanien zum Beispiel ist begeistert, alle. Und die sagen, oh, wir haben in der spanischen Tele ganz wenig gesehen und so, ja. Wir haben viel mit 20th Century Fox zu tun. Und das ist einfach, es ist einfach eine Kontrolle von Geld. Wohin geht, woher es kommt. Am Anfang also ein Chaos. So alles wieder liegt und so, aber man gewöhnt sich daran und nachher es gehört dazu. Irgendwie. Ja. Mama, okay, es gibt dir leider un vasito con un poco de vino blanco. No, bald bin ich fertig. Weißt du, es ist wieder von 20th Century Fox etwas gekommen. Und ja, schauen wir mal, wie die reagieren. Weißt du, ärgere mich, du weißt wie. Ja. Also zum Beispiel da vorne haben wir aus dem Triptychon Geburt, Leben und Tod. Geburt sind Babys, das ist Leben und der Tod ist mit Totenschädel. Und das haben die Punkgruppe Dead Kennedys
haben das ausgewählt und haben dann das in ihr Album reingenommen. Sie sind dann verklagt worden. Und was noch speziell war, ist, dass offenbar die Geschworenen haben am Anfang nicht realisiert hatten, dass das ein Bild ist, sondern haben gemeint, das sei eine Fotografie. Wie auch immer das gegangen wäre. Ja. Er hat oft die Indianerbabys gemacht, also mit den steilen Federn. Und man sieht wirklich eigentlich die Babys, die sehen alle aus wie der Hans-Rudi. Das ist ganz klar mit den Augen, Backen, Stirnen. Es hat ganz eindeutig seine Gesichtszüge. Was soll ich sagen? Soll ich sagen, dass sie... Nein, nein, weißt du, dein Urbild, wo psychedelisch ist? Ich dass ich aus dem LSD-Trip. Ach, kann ich das sagen? Ja. Ah, super. Gut. Wie man sieht, ist das verbogen in den Formen, verzerrt. Und das ist von einem LSD-Trip, den er hatte. Also er hat ja nicht viel von diesen Reisen gemacht, das muss man sagen. Da haben wir übrigens noch einen Rab. Bei der Alchemie ist Nigredo, das heisst die Schwärzung, relativ am Anfang des Prozesses, aber etwas vom Wichtigsten, das ist die Innenschau, wo man in sich kehrt. Und dort trifft man dann die dunkle Nacht der Seele. Hans Rudi, seine Kunst wirkt wie ein Nigredo. Dass man sich wirklich auseinandersetzen muss mit dem eigenen Schatten, bevor der Prozess vom Licht kommt. Was mir im Hans Rudi gefällt, ist wirklich, dass er am Zahn der Zeit ist. Oder er ist wirklich wie ein Seismograph, der die ganzen Sachen aufnimmt. Hans-Rudi's art has been called biomechanoid. He's mixing machines and human anatomy. It's really masterful morphing. So, you know, we are in this century where some of the leading archetypes would be like the Sorcerer's Apprentice, you know, we're playing with these things. And now genetic engineering, where we don't have a clue what it's going to do. For some reason, he decided to, you know, become the artistic reporter about what the darkness in us is. Wir sind ja 9 Jahre, hat die Beziehung gegeben. Und während dieser Zeit ist ein Haufen von unserer Beziehung in die Bilder hineingeflossen. Thank you.
sagen. Auf jeden Fall habe ich sie sehr geliebt und verehrt. Und das merkt man ja an den Bildern. Das glaube ich schon, dass wir von daheim aus in dem Sinn belastet waren mit der Gegensätzlichkeit vom Katholizismus oder von der strengen, brüden, extrem brüden Erziehung her. Das ist schon gsi, oder? Und der Welt, wo sie es da erlebt aufs Mal, oder wo alles erlaubt ist, wo alles kein Tabu ist und so. Und dass sie da sich eine extreme seelische Konfliktsituation kommt. Was alles schlecht ist, wenn man nicht darf, und was alles unkrausch ist und alles verwerflich ist. Und dann sich aber ganz anders zu erleben, oder? Das dann können da in ein harmonisches Gleichgewicht mit sich zu bringen, ist extrem schwer. Wir haben miteinander geliebt und es hat gut funktioniert. Nun war sie zum Teil sehr depressiv gewesen. Und da konnte ich nicht gross helfen, scheinbar. Mit meinem Malen. Pfingstmäntig war. Und am Morgen hat mich der Papa geweckt und gesagt, die Lise sei gestorben. Für die Mama, also als fromme Katholikin, ist natürlich bei denen Selbstmord etwas vom Schlimmsten gewesen, was man machen konnte. Die noch nicht einmal auf dem Friedhof dürfen beerdigt werden und so, oder? Und dann bin ich da einmal beim Hans-Rudi gewesen und ich weiss noch gut, als ich in das Zimmer reinkam, war die Matratze nicht dort, wo sie draufgelegen ist. Ich bin noch mit ihm auf der Polizeiposten mit der Pistole, die sie gebraucht hat. Und dann haben wir die dort abgegeben und dann sind wir wieder zurück. Und dann sind wir in das Zimmer eben da oben, wo ich dir gezeigt habe. Und dann ist ein grosser Zettel am Boden gelegen, vorne geschrieben. Adieu. Als ich gestorben ist, natürlich der Schock, den ich hatte. Das war ziemlich intensiv. Ich kann es nicht recht sagen. Das war ja. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ich kann das. Ich konnte das kaum bewältigen. Aber ich habe dann nachher weitergemalt und mit dem Malen konnte ich mich
wie soll ich sagen, ja, von dem distanzieren, von ihrem Tod, dann hat man natürlich auch noch das Gefühl, was man dafür können, oder? Dass man Angst hat, man kann Schuld am Tod oder so vom Partner. Das ist ein Horror. Dann läutet er mir an und sagt, du kannst gerade künden. Hollywood hat angerufen. Und ich dachte, ja, das ist ein stehender Scherz, oder? Dann sagt er mal, sie haben angerufen von Hollywood und sie kommen übermorgen wegen einem Film reden. Und da braucht er mich. Mir so eine Kamera in die Hand oder so ein Ding. So. Und ich musste da filmen. Ich habe kaum gewusst, wo der Knopf ist oder irgendwo ich muss drücken, damit da irgendetwas passiert. Thing about all these films, all monster films, or whatever you'd like to call it, is that the danger is how on earth are you going to finally do it? Who was going to actually create it? And I was shown the book, Necronomicon, okay, in Los Angeles, in fact by O'Bannon, who brought it in, and I nearly fell off the desk, said, that's it. Giger has an extra quality of... I think one of the most frightening things of all is a quality of reality combined with a sort of his own fantasy. And I think that's what makes it stronger, is the reality, not the fantasy. Etwas über diese Eier, diese Eggs, in denen die Aliens lauern. Ich hatte da etwas Schwierigkeiten mit dem Produzenten, denn meine Entwürfe, das heißt, ich habe die Eier selbst modelliert, war die Öffnung etwas zu obszön geraten. Zu stark erinnerte sie an eine Vagina. Man sollte auch den Film in katholischen Ländern zeigen können. Darum soll ich doch versuchen, statt nur eine Spalte ein Kreuz zu machen. Das habe ich dann ausgeführt. Jetzt sind die Sachen doppelt obszön, übers Kreuz und für die katholische Kirche. Thank you.
Wir waren in Dallas und es war wahnsinnig heiß. Und dann hat er ein kühles Bad genommen. Und dann ist das Telefon von der Rezeption. Ein Journalist möchte gerne mit dem Herrn Giger reden. Und dann sagte er, leider nicht, er sagt jetzt im Moment nicht abkömmlich. Und dann sagt er, red doch du mit ihm. Und dann nachher, du weißt alles sowieso, weißt über alles Bescheid. Und dann nachher wollte ich dann mit ihm reden. No, no, I have to talk to Mr. Giger. Und dann habe ich gesagt, du, der will mit dir reden, musst halt nachher irgendwie zur Verfügung stehen. Und dann ist der Hans Rudi so aufgesessen in der Badewanne und hat so mit beiden Händen auf das Wasser gehauen, hat alles umgespritzt und hat gesagt, wenn wir heimkommen, dann heiraten wir, weil dann bist du nicht mehr mein Groupie und dann können sie auch mit dir reden. Das war der Heiratsantrag. Ich hatte eine Hepatitis C durch einen Spitalinfekt, aber das hat man damals nicht gewusst. Und ich, mir ist es so mies gegangen. Und der Hans Rudi hat dann einfach irgendwie das nicht können handeln. Es war so, dass er an meinem Weg gesessen ist, Klartext, und hat gesagt, wenn du krank bist, kann ich nicht arbeiten. Wenn ich nicht arbeiten kann, werde ich wahnsinnig. Paying these kinds of images because I indulge in it, but because they scare me so much. When I put it on canvas, I have some sense of command or getting control over it. And the other thing that Hans Rudi told me is it's healing for me. Seine Gemälde stellen sehr viel Ängste und Realitäten dar, die in der Menschheit existieren. Und wenn du mich fragst, wo ich so ein Verständnis habe oder für mich in Anspruch nehme, das zu haben. Wenn man meine Jugend anschaut, denke ich mir, dass vieles, was ich in meiner Jugend erlebt habe, was sehr problematisch war, dass ich wahrscheinlich darum auch einen Zugang habe zu dieser Dunkelheit. Dunkelheit nicht etwas Negatives, sondern etwas unendlich Faszinierendes. Etwas wirklich buchstäblich unendlich, was mich jetzt 50 Jahre lang fasziniert und ich sehe kein Ende. Da ist natürlich Hans Rudi, seine Kunst ist wie eine Brücke zu meinen eigenen Bildern und meinen eigenen Empfindungen. Your name is called and seven days. Invisible God on planes of thought, I leave rogue on rust and star. This is the ground you walk upon. The soil. Ja, kannst du den Platz frei lassen?
das ist ein ganz eigenes Universum. Es ist so ein Mikrokosmos. Es ist nicht wie irgendetwas anderes, was du bisher kennengelernt hast. Er zieht sich ja auch sehr oft zurück. Er ist nicht immer präsent in seinem Haus, sondern es ist ja genug gross, dass er völlig verschwinden kann in einem von diesen Winkeln und Teil wird von dem, Es ist fast schon ein Lebensgeschöpf, das Haus. Und er ist ein Teil davon, wo, wenn er will. Sieht man ihn, wenn er nicht will, sieht man ihn nicht. He's not in danger. He's a fine actor, but all this preparation is very strange. Who are you? Hey, old man P. Sometimes all at once. Sometimes drop by drop. I told you. Alles doppelt, also ich kann es behalten, so weit. Und dann gehe ich vielleicht mit der Mama durch. Dann gehst du eine neue Frau. Die nicht können alleine. Thank you.
bisschen das Problem, dass wir nicht ewig Zeit haben. Es ist jetzt knapp 6 und um 7 ist die Eröffnung. Wo man dich natürlich sehnlich erwartet. Schaut mal, dass ihr euch erfrischt und dann darf ich dich wieder abholen. Ja. Okay. Nennt das Kunstmuseum. Okay. Und da ist ein Schranken. Und dort können Sie dann noch, also können Sie aussteigen oder rein. Zahlst du das Taxi und wir verrennen das dann? Okay, dann soll ich vorne. Ja. Da. Wir gehen jetzt quasi hinten vorbei. Dass er spaltet auch zwischen sozusagen etablierten Kunstbetrieb und Populärkultur, hängt natürlich dann auch mit den Eigendynamiken dieser Bereiche zusammen. Wenn du einen Hollywood-Film ausstattest und damit auf einen Schlag Welterfolg hast, wo ihn vorher nur kleine Fanzirkel kannten, kannte ihn da plötzlich jeder. Und die Kraft dieser Popularität passt dann nicht mehr zur Verfasstheit des Kunstbetriebes. Nicht Ende der 70er Jahre. Heute ist der Kunstbetrieb etwas anders strukturiert. Und wenn Zeit vergeht, schließen sich manche Gräben. Und so ist es auch jetzt möglich, dass im letzten Jahrzehnt Hans-Rüdi Giger sozusagen eine schrittweise Wiederkehr im Kunstbetrieb feiern kann. Ich bin der Ansicht, dass Hans-Rüdis Werk, anders als viele meinen würden, keineswegs nur auf der dunklen Seite angesiedelt ist. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass an den scheinbar dunkelsten Stellen das Helle wieder durchkommt. Dass auch dort, wo er Kreaturen schafft, die nichts Gutes mehr an sich haben, dass er da wieder in der Lage ist, hindurchzusehen, sozusagen, auf ein Universum, das aus beiden besteht. Definitiv ist der Kreislauf aus Geburt, Sexualität und Tod das zentrale Themenbündel, um das das ganze Werk kreist. Das findest du bei vielen Künstlern, aber bei Hans-Rüdi Giger ist es in ganz extremer Weise verschränkt. Hier haben wir wirklich Bilder, die sozusagen Tod und Geburt und Eros und Thanatos ineinander verwoben zeigen.
von Ängsten gekennzeichnet, geplagt, aber zugleich auch vom Abgrund und Unheimlichen magisch angezogen. Da ist er nicht allein, würde ich sagen. Das betrifft viele von uns. Und er hat aber einen Weg gefunden, das aufzusuchen und sich dort heimisch einzurichten. Er geht offenbar auch nicht so sehr wie hin und her, wie es manche tun. Die eintauchen, wieder herauskommen, wieder eintauchen und auf diesen Prozess überstehen oder auch Schaden nehmen. Er hat sich dort heimisch eingerichtet. Er fühlt sich im Unheimlichen zu Hause. Das, was wir alle fliehen, ist sein Zuhause. Deckel kannst du einfach anstellen. Ich gehe schnell den Oli reinlassen. Und warte noch einen Moment, ich bin gerade zurück. Sage die mittlere, dann haben wir das. Ich sage dir schon mal, dass es nicht so wichtig ist, wie es reinsteht, sondern wie es aussieht. Ja, nein, es steht gutes Zeug drin und es sieht gut aus. Also, es ist beides. Mhm. Das haben wir mal den ersten Teil gemacht. Okay. Genau, nein, ist gut. Dass er hat eigentlich immer will, unabhängig bleiben und nicht irgendwelche Manager oder gross anstellen.
Mittlerweile mache ich eigentlich doch sehr viel, also eben von Ausstellungen organisieren bis zu helfen bei Verkäufen. Alles Mögliche eigentlich einfach, wo man ihm helfen kann. Er ist schon ein bisschen unordentlich, nicht unordentlich, aber sagen wir, er hat ein bisschen viele Sachen und hat irgendwie, er gehört zur Kriegsgeneration, hat eigentlich immer alles behalten. Das Gute ist aber auch, wenn man dann zum Teil 20, 30 Jahre später da rumsucht, findet man Sachen, die wirklich faszinierend sind. Zum Beispiel habe ich jetzt eben vorher da hinten unten in hinterster Ecke so eine frühe Zeichnung von ihm gefunden. Die Pflanzen des Dr. Cinderella, Hans-Rudi Giger, 10.12.1960. Es gibt doch noch einiges, was noch völlig unbekannt ist, was eben noch im Haus verborgen ist. Also ist fast so wie in einer Schatztruhe. Was möchtest du? Kuchen. Kuchen? Also, das ist selber gemacht. Ja, das habe ich heute Morgen gebacken. Mm. Wunderbar. Ich habe ihn auch noch nie probiert. Guten. Aber einen guten. Gut. Ist nicht schlecht. Mm. Jeder Moment war einzigartig. Ja, es war mir nie langweilig. Es ist alles anders als normal hier. Also, im Bachhof waren seine Socken, seine Unterhosen, in der Badwanne seine Bücher, hat sich seine Bücher gestapelt. Am anderen gesagt, ich würde jetzt die Bücher alle rausnehmen, weil ich müsste Erkältungsbäder nehmen. Und das war auch der Anfang, dass ich von Aufräumen und Bibliotheken mache und so im Haus. Und immer, wenn ich aufgeräumt habe, hat das Ideen Hans-Rudi gegeben. Am anderen Morgen komme ich her, hat das gestunken. Derart gestunken. Und dann war ein Schädel. Ich glaube, das war ein Steinbock mit so langen Hörnern. Und dann hat Hans-Rudi das einweichen lassen. Und das war da drinnen. Und das war wirklich gruselig. Und das war normal, heimzukommen. Und aus Mal ist ein Leuenskelett vor der Tür. Und ich komme fast nicht rein. Und dann hat er die Wirbelsäule von dem Leu gebraucht, um ein Ziel zu bauen. Die Kreatur mit einer Wirbelsäule vom Leu. Der Hans hat immer nachts ja Kontakt haben mit den Amerikanern und telefonieren. Und dann musste man zwangsmässig auch in der Nacht arbeiten. Und dann haben wir erst am Nachmittag angefangen zu arbeiten. Aber ich habe einfach extrem gerne Licht. Und da ist immer alles im Haus von Hans-Rudi ist alles schwarz angemalt, alles voll mit den Bildern. Und das Licht kommt nicht rein, weil die Fensterläden sind dann zu waren. Und irgendwann, ich weiß nicht, nach wie vielen Monaten, die Fensterläden aufgemacht, das Licht ist reingekommen, ich habe die Sonne gesehen. Und dann ist er raufgekommen und hat er uns mal geschaut und gesagt, ja, die Fensterläden sind offen. Und dann sagte ich, ja, es ist Tag, dann macht man die Fensterläden auf und in der Nacht tut man sie dann wieder zu. Dann hat er mich so angeschaut und ist wieder runtergegangen und hat nichts gesagt und dann bin ich happy gewesen. Jetzt kann ich wieder ein bisschen Licht haben. Marco hat ja wahnsinnig aufgeräumt. Ja. Der Keller, du, das ist ja super. Du. Jetzt hast du alles sortiert nach Ware. Ja. Ja. Nun, nicht so, wie es bei mir sonst war, gell? Findest du jetzt nichts mehr, oder? Ich habe nie so eine Tipptopp-Ordnung gehabt, überhaupt nie. Ja. Das stört mich manchmal ein bisschen. Ich erkenne meinen Keller nicht mehr. Ja, ich habe ihn auch nicht mehr erkannt. Alles schön geordnet, jetzt hast du alles Schächtel für Schächtel, alle Lithografien. Spiessig. Was, spiessig? Furchtbar. Furchtbar spiessig. Ja. Ja, du Frummerei.
alles hinterfahren. Und ja, Kali, ja. Damit wir noch ein bisschen leben. Salut. Salut. Nein, nein. Hoi. Ciao. Ciao. Danke. Hoi. Hans-Rudi hat die Häuser geerbt von seinen Eltern. Nach der Scheidung haben wir dann noch lange miteinander zusammengearbeitet. Und er hat sehr estimiert, was ich gemacht habe für ihn, und hat mir dann das Haus aus diesem Grund gegeben. Du musst auf den Steinplatten laufen. Der Nebel ist... Der Nebel ist immer noch gleich wie vor 20 Jahren. Es ist alleweil noch das Gleiche. Ari Filmsen freut sich. Kopf. Aufpassen mit dem Kopf. Wow. Mhm. Ah, schön. Ja? Sehr schön. Gratuliere. Haben Sie gut gemacht. Siehst gut aus. Danke. Pass ist genau ist. In das Ambiente meinst du? Schön. Mhm. Genau. Mach mehr in den Korb. Ja. Den haben wir immer da abgehalten für so. Also als Knopf. Alle Ferien. Winterferien, Sommerferien sind wir immer da gewesen. Erst noch mit der Schwester. Mhm. Ich denke immer wieder, wenn ich das Bild dem Vater oder der Mutter zeige, die verschrecken ja zu Tod. Es ist eigentlich komisch, dass ich trotz meiner Freiheit mich immer wieder frage, was denkt sie echt von mir, wenn ich so Bilder male. Aber da ich ja ihr Kind bin, ist es eigentlich ganz natürlich, was ich mache. Von irgendwoher kommt es ja. Die Fantasie eben, das eben von der Mutter, ne? Ja. Mama sind so fantasiebegabt, Fantasie, nicht ja, und, also. Ja, ja. Und schreckhaft und so, und die alle Gespenster gesehen und solche Zeugs. Stimmt das? Ja, das stimmt auch, du bist immer so ein Ding. Schreckhaft bin ich schon. Aber ja. Gespenster sehe ich keine. Er hatte also wirklich tolle Eltern gehabt. Der Vater war für ihn eher ein Enigma. Er war sehr verschwiegen und war der Apotheker, ein sehr geehrter Bürger von Chur. Das nähe Verhältnis hatte er mit der Mutter gehabt. Und die Mutter hat ihn unterstützt, wo sie konnte. Also eben auch beim Malen und so, wo er die erste. Ich glaube, so eine Zeichnung, die wirklich gut gekommen ist, ihr gezeigt hat. Und so hat sie das goldig einrahmen und so. Und das ist ihre Hans-Rudi ist alles gewesen, gell? Und also, die haben sich so geliebt. Das war ganz eine ganz intensive Beziehung. Und sie war natürlich stolz auf ihn. Das ist auch, weißt, irgendwie. Es könnte ja auch eine andere Mutter sein, die irgendwie entsetzt ist von dem, was er malt. Gell? Und Biren war nicht der gleiche, sondern sie war wirklich nur stolz und glücklich, dass das ihr Sohn so geschafft hat. Thank you.
Wo wir zusammengekommen sind, hat er gerade den Zug da installiert im Garten. Und dann ist er immer auf dem Zug gefahren und hat gesagt, Obacht, Obacht. Und also irgendwo sehr, sehr jung. Bahn, die in der Kindheit immer ein Thema war, hat er bauen im Garten und all die Träume, eigentlich, die er hatte, hat er sich erfüllt. Und dann die schmalen Teile hier bei dieser Seite. Das Scheiben. Und das ist der Grundriss. Das ist der Mittel. Da kommt der Bogen so an, wie man es gesehen hat. Und da ist wieder etwas reingelegt. In einem Stängel werden dann die Dinge verbunden. Innen dran. So siehst du, werden dann die befestigt, dann kommen dann lauter so Lättchen. Es gibt teurere Decken wie die, weißt du? Mit Marmor und so, also, ja. Aber die ist sehr speziell. Wenn Geld rum ist, dann wird das irgendwie in etwas hineingesteckt und wird etwas daraus gemacht, werden Skulpturen gemacht oder eben der Brunnen im Garten. Oder, es ist etwas, wo er Glück hatte, dass er immer gerade genug hat, also auch genug, um wirklich tolle Sachen zu machen. Und er hat zum Glück ein paar Ländereien von den Eltern noch, und die hat er dann nahe verkauft und so hat er dann auch die Bar bauen. Die Bar ist auch ein Vermögen, die ist ganz eine teure Sache. Und es ist immer, also wirklich mit dem letzten Rappen hat es immer noch funktioniert. Es war wirklich nichts mehr rum, bis es ist genau aufgegangen. Und es ist auch jetzt, also wir kommen durch. Was willst du mehr? Man sollte einfach da hinten können sichern. Der Saalhund ist nie gesichert. Oder was sind denn das da für... Was ist denn mit dir anmachen? So. Da gibt es auf der anderen Seite auch noch etwas wie das hier. Man sitzt nicht so am Mann. Er hat ja, wenn man seine Kindheitszeichnungen anschaut, dann kommen immer wieder die Schlösser vor, Ruinen und Schlösser vor allem. Er hat immer Schlossherr sein als kleiner Knopf. Und das hat sich beides ergeben, dass er sein Museum hat und es ist ein Schloss, es ist sein Château Saint-Germain und das finde ich einfach schön. Es sieht so aus, ja. Ja, es ist innen dran, es ist alles voll und im Garten. Und ja. Mhm. Ja. Ist alles gut gelaufen? Ist alles super gegangen, ja. Ja. Salut. 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 Salut miteinander. Wurzig. I see this is getting there so well. Thank you.
Und danke, Master. Thank you very much. In Behemoth, the cat. What's its name? Mookie. M-U-T-T-I. G-G-I. Mookie. Er hat gefragt, der Name von der Katz. Mit der Zeit hat er vieles wieder zurückgekauft, für ein Mehrfaches, das er es damals verkauft hat. Irgendwie hat er gemerkt, dass eines Tages wieder das Museum steht, dass er all die Hauptwerke wirklich behalten hat und zurückgekauft hat, wo noch gar nichts in Sicht war von einem Museum. Thank you.
Dörfern wird die Aluminiumlegierung in riesige, gekühlte Formen gegossen. Dieses Aluminium wird irgendwann zu einer dünnen, glatten Flugzeugverkleidung weiterverarbeitet. Ich habe das Gefühl, mit dem Tod hört es auf. Also, ich glaube nicht an ein Weiterleben oder ein Weiter nach dem Tod. Das wär unangenehm. Nochmal müssen das Zeug alles durchackern. Nein, bitte nicht. Das, was ich anschauen wollte, habe ich gesehen. Was ich wollte machen oder zeigen, das habe ich gemacht. Und viel mehr brauche ich nicht mehr. Ich bin zufrieden mit mir. Auf, jetzt ist es so, mir. Ich habe den Mut, der dritte zu sein. Er ist wieder die Schlacht von Sempach. Ja, das ist der. Du kannst einfach dir das Geld geben. Weißt du, also, wo tust du? Ach so, du tust bei uns nicht. Ja, Ja, das ist so.